Das Schlimmste, was ja einer Stadt und einer Region passieren kann, ist, wenn die Menschen überhaupt kein Bild von ihr haben. Also nicht mal ein schlechtes. Und das ist so ein bisschen das Problem dieser Region und auch der Stadt. Essen ist immerhin immer noch unter den 10 größten Städten in Deutschland mit etwas über 550.000 Einwohnern. Die ganze Region hat 4, 4,5 Millionen. Aber das Image ist so ein, ist grau. Ja, also das ist, da hängt immer noch so ein bisschen das Thema Industrie hinterher. Und ja, gut, wir haben jetzt ein, zwei ganz gute Fußballvereine, aber ansonsten stehen andere Städte im Fokus in Deutschland. Und so gesehen gab es gar kein Image. Ja, das Image, da muss ich nicht hin. Da gibt es nichts Spannendes. Und wenn man da losgeht, dann kann man ganz viel entdecken, weil man im Grunde nichts erwartet hat. Überraschend, neugierig machend, sehr vielfältig, unglaublich grün, unerwartet grün, sehr nette Menschen, sehr offene Menschen, weil aus aller Welt irgendwann mal zusammengekommen, sehr ambivalent in seiner Struktur, immer noch das Stück alte Industrie, moderne, sehr, sehr hohe Kultur auf sehr hohem Niveau, aber auch Straßenkunst, Straßenkultur. Also ich glaube, was, also das ist das, was ich so mitbekommen habe, was viele mitgenommen haben, ist die Vielfalt, die man so nicht erwartet hatte. Dass es hier keinen Kölner Dom gibt, das war klar. Aber was man aus so einer Zeche wie Zollverein machen kann, dass es hier ein Museum Folkwang gibt mit einer der weltbesten Sammlungen, der modernen Kunst, das wusste einfach niemand. Da hat sich aber auch vorher niemand so drum gekümmert, ob es das hier hätte geben können. Und da war jetzt die Kulturhauptstadt der Grund, sich mal damit zu beschäftigen. Und dann mit denen, die ich gesprochen habe, viel, viel mehr zu entdecken, als sie erwartet haben. Und das Grau ist immer noch da, aber es ist in der Verhältnismäßigkeit viel, viel kleiner geworden. Ja, sie finden in jeder Metropole Grau. Das gehört dazu. Aber dass wir hier auch so viele andere Farben haben, das ist neu. Wir haben es das komplette letztes Jahr buchstäblich genutzt. Auf jedem Briefbogen, auf jeder E-Mail war das Logo der Kulturhauptstadt. Und wir haben in Briefen uns verabschiedet mit schöne Grüße aus der Kulturhauptstadt. Also wir haben das eigentlich bei so kleinen Gelegenheiten immer genutzt. Und es gab das ein oder andere Mal auch eine Rückmeldung. So, mir hat mal einer eine Mail zurückgeschrieben und schön, dass Sie das unten dran hatten, weil meine Frau und ich hatten eh vor, mal nach Essen zu kommen jetzt dieses Jahr und da haben sie mich mit ihrer E-Mail dran erinnert. Also das sind so ganz kleine Dinge. Und ansonsten haben wir das natürlich auch selbstbewusst nach außen getragen. Nicht jetzt konkret, dass man sagt, wir waren letztes Jahr Kulturhauptstadt, wir haben dieses Jahr neue Aufgaben dadurch. Wir nutzen das in der Akquisition, wir nutzen, dass die Stadt ein anderes Image bekommen hat, ein besseres Image bekommen hat. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Büro aus. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, also heute schlagartig, dadurch sind mehr Aufgaben gekommen. Wir werden einfach anders wahrgenommen. Und da, das nutzen wir aus und hoffen natürlich auch dann irgendwann, das in zählbare Aufgaben umsetzen zu können.